Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, schön, dass ihr da seid. Ob ihr habt das auch gehört, dass Gott uns so lebt und dass er den Weg frei gemacht hat, dass es ganz einfach ist, nach ihm zu kommen. Er hat alles betont, all das, was schwer war, was für uns unmöglich war, das hat er alle erfüllt. Und so ist es einfach so einfach, dass ein kleines Kind, dass ein Gelehrter, dass einer, der nicht gelehrt hat, auf jung oder alt, alle haben die Möglichkeit, nach Gott zu kommen, der Jesus Christus, Gottes Kinder zu werden, das ewige Leben zu kriegen. Das ist doch wunderbar. Aber was dann funnig ist, wenn Menschen nach Jesus kommen, und wir anfangen, den Gesetze abzuleihen. Gesetze, die wir selbst nicht anhören. Wir würden von denen verlangen, die möchte dit anhören, und die möchte jant anhören, und die möchte so und so sein, und die Leben, und die Familie, und die Kleidung, und wo ich ihn zu benehmen habe in der Gesellschaft, und was ich alle zu tun habe, und was ich alles lute möchte. So, wir haben dann Gesetze in Gesetze, und dann mag wir dem Mensch anleitlich. Erst wie er Frau, dass er Jesus gefunden hat. Aber wenn wir all die Gesetze ableihen, die wir selbst nicht anhören können, dann hat er eine Lust, dass er aufgewahrt wird. Apostelgeschichte 15,19 sagt, wie Seele dort nicht ohne. Die Menschen, die Jesus fingen, den sollen wir nicht belästigen mit allen Orten von Gesetzlichkeiten von der Religiosität. Wir sollen den Mut machen, dass sie mit Jesus wiedergeben und wiedergehen und dass sie sich ganz für Jesus hingeben. Herr Jesus, verzeih uns, dass wir vorhin andere Menschen Lust abgelacht haben, die wir selbst nicht drogen können. Dass wir von anderen Menschen verlangt haben, was wir selbst nicht anhören. Herr, dass wir so hart mit anderen umgehen und mit uns selbst folgen, lassen wir nicht handeln. Herr, help uns, viel Barmherzigkeit zu haben mit all unseren Glaubensgeschwistern in der Welt. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Dort möchte ich den Namen Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.